so sieht's aus. Einmal durch, das war's schon. Aber das ist einfach einmalig schön. Das ist halt zu viel, da übersehen könnt, glasklar. Ihr seht echt von hier aus schon richtig viele Fische. Wir haben super nette Bekanntschaften gemacht wieder. Beste Leute hier, hatten eine super Zeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir waren gerade in der Bajo Bakery essen. Die können wir auch wirklich empfehlen. Sehr nette Leute, gutes Essen und auch gar nicht so teuer. Jetzt geht's für uns weiter mit dem Boot zu Le Pirate Island bzw. Le Pirat. Auf der Insel angekommen und ja im Paradies gestrandet. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Hier hinten seht ihr die Hütten und wir übernachten eine Nacht hier. Also, es sieht so schön aus, ja. Und totale Ruhe. Da hinten gibt es noch das Restaurant oder die Strandbar. Das ist halt mega ruhig. Hier vorne glasklares Wasser und ja, das ist mega, oder? Einmalig, würde ich sagen. Das ist echt ein bisschen wie auf den Malediven so in Light. Auf jeden Fall super schön. Das hier ist jetzt unser Häuschen oder unsere Hütte und so sieht es von außen aus. Hier unten können wir es dann noch hinlegen. Ist auf jeden Fall richtig toll. So, da sind wir in unserem Hütchen angekommen und das sieht mega, also es ist der Hammer einfach, ne? Ja, guckt euch den Hintergrund an. Einem wirklich die Worte, so ein bisschen Malediven-Indonesien-Feeling. Definitiv. Und, ja, hier haben wir halt so ein Mückennetz um uns herum. Ja. Oben gibt es eine Lampe und das ist der Ausblick, wenn man aufwacht. Es gibt halt gar keine Tür, es ist komplett offen und ja, der Hammer. Ja, genial. Ich zeig's euch nochmal von der Seite. So sieht die gigantische Aussicht aus. Das ist der Hammer. Man muss schon ein bisschen aufpassen, weil hier unten am Bett, da geht es direkt runter. Also abends ruhig gehen lassen. Und hier, kleine Roomtour nochmal. So sieht's aus. Einmal durch, das war's schon. Aber das ist einfach einmalig schön. Wir haben uns jetzt gerade noch eine Kokosnuss bestellt hier und die Sonne geht so langsam unter.
Wir haben uns jetzt aufgemacht gerade auf so einen Steg hier, der ganz in der Nähe ist. Und im Hintergrund ist gerade genau dort vor wenigen Sekunden die Sonne gegangen. Das sah magisch schön aus. Ja. Vor allem ist hier alles total ruhig, bis auf das bisschen Musik von der Bar. Aber die Lautstärke kommt eigentlich gar nicht bis hierhin. Und man hört die Grillen im Hintergrund, andere Tiere. Also es ist echt richtig Erholung, würde ich sagen. Genau, aber es gibt auch viele Aktivitäten. Also man kann zum Beispiel schnorcheln. Die Korallen sehen halt wirklich noch top aus. So. Dann gibt es hier oben diesen Berg. Da kann man dann auch hochwandern. Ja. Man die Aussicht. Und Kajak kann man fahren. Ja. Das ist dann halt Frisbee, auch alles mit Volleyball, Tischtennis. Preis drin. Ne? Und ist echt schön. Ja, wir haben schon gesagt, heute das nächste Mal, wenn wir wiederkommen, dann müssen wir definitiv früh buchen, dass wir echt mal einfach eine Woche hier bleiben können. Weil das hat echt so ein bisschen, wirklich, wie schon gesagt, so ein Malediven-Feeling. Einfach totale Entspannung, kein Handyempfang, kein Wi-Fi. Also schön. Schlafen und ja, jetzt hat man direkt das Meeresrauschen zum Aufstehen. Jetzt machen wir uns fertig und dann geht's zum Frühstück. Wir haben uns jetzt frisch gemacht, das Frühstück ist aber noch nicht vorbereitet, das gibt es ab 7.30 Uhr, deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen hier oben die Aussicht gerade genossen. Aber wir haben echt, wie gerade schon gesagt, sehr gut geschlafen, also es war nicht zu kalt, nicht zu warm, weil manchmal ein bisschen schwül fand ich, aber ich habe eben im nackten Oberkörper nur in der Boxershorts geschlafen, es war voll okay unter der Decke. Es gab auch noch eine dicke Decke. Morgen haben wir dann halt hier das zur Seite gemacht und da wurde es halt ein bisschen windig, da habe ich dann auch wirklich die zweite Decke gebraucht, aber ansonsten war es echt überhaupt nicht kalt in der Nacht und es gab auch keine Mücken, das war richtig kalt. Keine einzige, ich habe mich gestern auch nicht eingesprüht, die meisten haben es so vor sich gemacht, ist ja auch eigentlich immer schlauer, aber wir haben keine einzige Mücke gesehen, ne? Sehr, sehr gut. Richtig gut. Da hinten ist ein Gym und das schauen wir uns jetzt mal an, das Jungle Gym. Ganz lustig aus, was? Ja. Guck mal hier. Mit solchen Ropes. Kleine Hanteln. Die sind aber cool gemacht. Zeig mal die Hanteln. Aus so Dosen, ne? Aus Dosen, ja. Beton drin. Beton. Hier die ganzen Bars. Könnt ihr Klimmzüge machen, hier Trizepsübungen und ähnliches. Cool. Vom Frühstück sind wir jetzt gerade noch last minute einmal hier über den Steg spaziert, haben die Fische im Wasser beobachtet. Und der Steg ist auch echt ganz cool, der ist ziemlich lang. Und man hat eine perfekte Aussicht ins Wasser und das ist halt, wie ihr da übersehen könnt, glasklar. Ihr seht echt von hier aus schon richtig viele Fische. Das ist einfach wirklich mega schön. Und ich glaube, wir haben selten so viele verdammt intakte Korallen gesehen, weil Das ist richtig hammer. Riesig große, bunte, total riesige schön. Riesige Flächen auch. Ja. Thank you.
euch jetzt mal das Badezimmer und hier ist das für die Frauen. Schaut mal, richtig cool gemacht. Ja, hier ist ein Waschbecken. Dann sind hier zwei Toiletten. Und hier sind dann zwei Duschen. Hier ist eine Ablagefläche. Und dann ist hier die Dusche. Haben aber noch Zeit bis um 4:30, weil dann geht das Boot erst zurück. Wir wären ja auch gerne länger geblieben, aber es war ja leider nur noch eine Nacht frei. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal den anderen Teil von der Insel hier vorne an. Hier ist das Wasser nämlich auch mega türkis. Ja, und als Tipp, wenn ihr auch hier hin wollt, ey, macht mindestens 2 Tage. 2 bis 3 Tage sind, denke ich, ideal. Einfach mal ausspannen. Also ein Tag, da tut ein bisschen die Seele weh. Gestern haben wir uns noch von so einem Sonnenbrand erholt und eigentlich wollten wir heute ins Wasser, aber ist das Wasser super niedrig heute, aber das würde gleich noch steigen. Aber das Problem ist, es sind ganz viele Quallen drin. All die Flecken hier, die kleinen zwischendurch immer, so wie da seht ihr die zum Beispiel, das sind alles Quallen, also die ganzen Schatten da auf dem Boden. Also all die Flecken da, das sind alles Quallen. Mal gucken, ob wir da gleich noch reingehen. Ja, und? Hast du Lust? Nicht wirklich, oder? Thank you.
So, für Jesse und mich endet jetzt die Zeit hier auf, ist es eigentlich Le Pirate oder Le Pirat? Ich glaube Le Pirat. Le Pirat Island. War richtig cool. Wir haben super nette Bekanntschaften gemacht wieder. Beste Leute hier, hatten eine super Zeit und es hat echt mega Spaß gemacht. Danke an euch und wir hoffen, dass wir euch auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Danke, ja. Danke an euch. Wir waren gerade Frühstück. Weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann. Eine kleine Stelle, die ist halt mega rot. Und da sind wirklich so Risse drin. Wie so kleine Zähne. Ob es halt, ja, keine Ahnung, ob es dann ein Fisch war. Und auf einmal sagen die zwei hier, hey, live to go. Sophia und Markus, auch zwei Mitreisende von uns. Die sind auch jetzt schon seit 6 Monaten, wa? Ja. Auf Reisen. So, wir haben gerade einen Kaffee bekommen und trinken den jetzt ganz gemütlich. Und ich würde sagen. Hexe der Ascher. Hexe der Ascher.